Yay! Ich hab's! Mein Paket von Drehhandel ist da. Oder von DX Grow Shop. Und da wir total stolz drauf sind, wie unser Logistikpartner und wir das geschafft haben, die Sachen so zu optimieren, kurz nochmal. Das Paket kommt an, immer neutral verpackt, möglichst natürlich optimiert für das, was drin ist. Keinerlei Plastikbänder, keinerlei Plastikklebeband, das ist alles hier Papierklebeband. Das könnt ihr auch einfach so zum Beispiel im Garten auf dem Kompost tun. Wir klappen auf, was wir euch immer mitlegen, immer wieder andere Sachen. Hier ist jetzt zum Beispiel ein Handverband-Info-Flyer dabei für die Legalisierung. Dann noch andere Produktinfos, diesmal vom Porolyt dabei mit dem Gamechanger. VPD-Flyer und anderen schönen Infos. Dann ist hier zum Beispiel auch noch ein Aquamaster-Flyer dabei. Wir legen auch immer dazu den Lieferschein, wo klar ist, was drin ist. Und dann sind natürlich die Produkte drin. In diesem Fall habe ich mir mal ein paar Aquamaster-Produkte kommen lassen, weil auch die will ich euch natürlich zeigen. Was ich persönlich mit dem Verpackungsmaterial mache, wenn ich mir mal selber was von mir bestellt habe, ich bringe es raus in meinen Garten und benutze es entweder zum Beete anlegen, indem ich dann die Pappe auslege auf den Rasen, auf die Fläche, wo ich ein Beet anlegen will, eine Umrandung mache aus Holz und dann da eben Kompost drauf schütte. Die Pappe verhindert, dass die Vegetation, die da ist, durchdringt. Der Kompost von oben sorgt dafür, dass sich das alles zersetzt, dass die Vegetation auch zersetzt wird und dann habe ich innerhalb von 4 Monaten ein wunderschönes Beet. Und ansonsten mache ich es klein und schmeiße es auf den Kompost, weil für mich Pappe auch ein Rohstoff ist, der wieder in die Natur zurückgehört. Ja, so viel dazu, das wollte ich euch mal zeigen. Mein Paket von Drehhandel oder von DX Grow Shop.